Mit sommerbrauner Haut und bester Laune posiert Fiona Erdmann für die Fotografen auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Ihr gemustertes Kleid sieht dabei ganz nach Flirtlaune aus. Ob sie nach der Trennung von Ehemann Mohammed im Frühling dieses Jahres nun wieder bereit ist für eine neue Partnerschaft, das verriet sie uns im Interview. Ich bin total entspannt und gucke, was kommt und habe mir nichts vorgenommen, habe auch keinen Zwang, jetzt irgendwie morgen schon wieder einen neuen Mann zu haben. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn da jemand ein neuer Partner kommen würde. Aber ich glaube, Plan bringt nichts, habe ich gemerkt. Ein neuer Mann an ihrer Seite wäre also durchaus willkommen. Und es gibt ja schon ein paar Vorstellungen, wie er aussehen sollte. Ich bin nicht so der Fan von blond und blauäugig. Ich mag eher so dunkle Haare, dunkle Augen. Kann auch helle Augen sein, aber dann muss der Typ an sich dunkel sein. Ich mag eher so den dunkleren Typ mit so vollem, dichten Haar und so. Das finde ich ganz gut. Ha, das klingt ja schon ganz schwärmerisch. Vielleicht hat Fiona ja schon jemanden im Kopf. Wir sind jedenfalls gespannt, wann wir zu ihrem neuen, vermutlich dunkelhaarigen Partner gratulieren dürfen.